Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Wir haben die Möglichkeit, zwei Spiele mit der Bundesliga zu machen. Dann mache ich das, denke ich, auch. Und dann müssten wir nämlich Hand und Benaglio austauschen. Aber wenn das so läuft, wie ich denke, dann müssen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr austauschen. Wenn wir jetzt mindestens ein Spiel gewinnen, haben wir erstmal die Challenge geschafft und die gegen den spielen wir erstmal nicht, würde ich sagen. Der ist bestimmt ein Abbrecher. Was wollte ich sagen? Ja genau, wenn wir jetzt ein Spiel gewinnen, haben wir erstmal die Challenge geschafft. Und der Ligatitel wird es nach diesen zwei unglücklichen Niederlagen, sage ich mal. Nach diesen zwei unglücklichen Niederlagen wird der Ligatitel halt sowieso kein Thema mehr sein. Ja, leider kann ich es nicht immer erahnen oder sehen, ob die Typen abbrechen. Es wäre natürlich sehr geil, wenn jetzt so einer von diesen scheiß Abbrechern mir einen Sieg schenkt, also mich quasi ein Tor schießen lässt, weil das ausgleichende Gerechtigkeit wäre für diese 0-3-Niederlage, die wir kassiert haben, wo ich abbrechen musste, weil das Spiel nicht weiterging. Schauen wir mal. Komischerweise brechen sie jetzt nie, also bisher haben sie auch extrem oft in dem Bildschirm hier abgebrochen, haben sie jetzt aber schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt brechen sie immer irgendwann im Spiel ab und auch nicht jedes Mal bei einem Tor, sondern einfach mittendrin. Also es ist ja sehr merkwürdig. Schauen wir mal. Na komm. Okay. Sollten auf jeden Fall versuchen, ein schnelles Tor zu schießen. Schade, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich gehofft habe. Er schießt leider auch kein Eigentor, wie es aussieht. Gut. Immerhin eine Ecke. Vielleicht schaffen wir jetzt über diese Ecke. Oh. Ja, da wartet einfach nur, dass eine bestimmte Zeit abgelaufen ist und dann wieder abbrechen. Also es hat irgendwas mit Zeit zu tun, denke ich. Und er will halt in dieser Zeit kein Gegentor fressen. Ich bin erstmal auf sehr offensiv, aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Oh, fuck! Du machst Spielen noch Spaß. Oh, ich sehe gerade Berami, aber ich glaube Berami... Nee, das ist schon der zweite Berami, oder? Ach, ich bin jetzt einfach mit der Premier League. Oh, Moment, hier müssen wir noch, ich glaube, Durisic muss hier noch rein. Ja. Und Rode und Durisic. Machen wir das mal schnell. Dann spielen wir eben mit der Premier League und gewinnen jetzt einfach zweimal. Falls wir noch zwei Spiele schaffen und nicht wieder irgendeinen dummen Abbrecher finden. Reus und Lewandowski, relativ schneller Sturm. Vor allem halt Reus im Sturm, der kein Stürmer ist. Das spricht auch wieder für so eine kleine Pace-Hor. Ribéry und Robben schnell. Och, Gott. 2116 Siege und nur 316 Niederlagen. Sehr gute Statistik. Mit Benatia und Boateng. Ja, was soll ich wieder aufzählen? Klassische starke Bundesliga-Mannschaft. Besser als meine, schneller als meine. Ich gebe mein Bestes. Hauptsache, ich kann das Spiel jetzt zu Ende führen. Das ist mir eigentlich momentan am wichtigsten. Ich will einfach nur in Ruhe
Spielen, mehr will ich überhaupt nicht. Es kann ja nun nicht so schwer sein. Oh, du sollst doch einfach nur. Fuck, zu überhastet. Also mein Abschluss in letzter Zeit ist mal wieder schlechter geworden. Ich bin einfach nicht so abgebrüht, wie ich das noch vor ein paar Aufnahmen war. Hier hätte ich auch wieder viel ruhiger zum Tor gehen müssen, noch ein bisschen Raum gut machen und dann halt erst den Abschluss suchen und nicht so übereilt und überhastet, wie ich das gerade eben wieder gemacht habe. So, Raphael. Schlecht getribbelt von mir, aber das kann passieren. Sehr gut von Raphael abgeblockt, dass der Reus nicht irgendwie die Möglichkeit hat, seine Pace auszuspielen. Okay. Immerhin hat er es noch nicht geschafft, irgendwie einen Abschluss zu finden. Das spricht doch schon mal für mich. Ah, oh, wie Kruse genau dann stehen bleibt, als ich wieder meinen Laufpass ansetze. Ärgerlich. Es fehlt mir aber auch gerade so ein bisschen das Glück, um die Fehler des Gegners auszunutzen. Ja, da lackt er sich wieder durch. Wie gesagt, ich sehe es schon kommen. Wir werden jetzt alle 5 Spiele, die uns noch übrig bleiben, die werden wir, oder alle 4 Spiele, die uns übrig bleiben, werden wir jetzt noch verlieren. Auch hier muss ich mich schon wieder quasi selbst Vorwürfe machen, dass es hier nicht wenigstens 1-1 steht, weil ich hätte halt auch schon ein Tor schießen müssen. Schlechte Geschwindigkeit, die ich da aufnehme. Okay, Konzentration. Wir können hier locker noch 2-1 gewinnen. Kein 2-0, bitte. Danke. Die Flanke sollte natürlich ganz außen auf, ich weiß nicht, wer es ist, Senyon oder so, gehen und nicht auf den Gegner. Sehr schön. So, jetzt aber mal. Oh, schon wieder kommt der Pass nicht an. Jetzt läuft es aber überhaupt nicht mehr. Komplett den Takt verloren. Ich finde, wie gesagt, auch nicht, dass mein Gegner wirklich gut spielt, aber ich spiele halt gerade selber richtig schlecht. Das war eigentlich ein Foul, meiner Meinung nach. Boah, ey, wie schwach. Ich hatte so gut angefangen, habe ich. Ich spiele gerade so schwach, das gibt's überhaupt nicht. Komm schon, konzentrier dich. Was mache ich denn? Okay. Versucht auf jeden Fall viel über Dribbling zu machen, was teilweise auch ganz gut ist. Ist natürlich auch für den Jakunan, der jetzt nicht der langsamste ist, nicht so einfach, sich da von der Geschwindigkeit her durchzusetzen. Och, wie kann man denn, oder wieso muss er denn in der Situation so einen schlechten Pass raushauen, ey? Es ist. Aber es läuft, also ich spiele schlecht, klar, gebe ich komplett zu, ich spiele gerade nicht gut. Aber dann habe ich auch teilweise halt mit solchen Pässen das Pech, dass es natürlich sehr schwer fällt, noch irgendwas damit anzustellen. War ein guter Schuss, aber leider
zu sehr auf Neuer. Schade, Boateng läuft da einfach zu gut zu. Haben wenigstens noch ein Unentschieden. Zeit haben wir noch, auch noch für ein 2-1, logischerweise. Aber erstmal brauchen wir das Unentschieden. Wieder ein schwacher Pass, weil er den unbedingt mit der Hacke spielen muss. Dadurch nicht genug Druck dahinter, dadurch braucht er zu lang. Senyon ist, glaube ich, mit so der Schnellste. Ich habe gehofft, dass ich mit meiner Schusstäuschung genau durch beide durchkomme. War vielleicht die falsche Idee. Hätte ich vielleicht einfach reinflanken sollen. Ah, und jetzt rennt mir die Zeit weg. Zumindest für ein 2-1. Ein 1-1 ist immer drin, logischerweise, solange die Zeit noch nicht um ist. Oh, ey, jetzt habe ich aber auch... Oh, das war wieder so ein dummer Pass von mir. Ich habe auch dumme Ideen teilweise. Oh, auch wenn er dann den Fuß dazwischen kriegen würde. Und jetzt haben wir halt schon wieder die 85. Minute. Also jetzt haben wir nur noch im Normalfall Zeit für ein 1-1. Och, Mann. Ich kann nur noch rumweinen. So, jetzt kommen 1-1. Komm! Jetzt aber ein 1-1. Oh, und er kriegt den Ball auch noch raus. Das gibt's doch nicht. Fuck. Och, ich gehe davon aus, wenn ich besser gespielt hätte, hätte ich ja auch gewonnen. Also der Gegner war jetzt nicht wirklich mega gut. Er war auch nicht der schlechteste Gegner der Welt, logisch, aber... Ich habe auf jeden Fall verdienterweise verloren, weil ich einfach gerade spiele wie der letzte Vollidiot. Da muss ich mich auf jeden Fall in meine eigene Nase fassen. Einfach nicht gut gespielt. Bin einfach noch zu sehr angepisst von der ganzen Saison. Die Saison ist so genial gestartet. 4 Spiele, 4 Siege, 5. Spiel. Gehen wir 1-0 in Führung, dann müssen wir abbrechen, verlieren 3-0. Jetzt geht die Saison den Bach runter. Konzentration, ich muss mich einfach konzentrieren, die Challenge sauber abschließen. Ich brauche nur diese scheiß Saison, nur diese Klasse halten. Ich brauche nur noch einen einzigen Sieg und dann haben wir das Ding im Sack. Scheiß drauf, dass mir hier EA schon wieder Siege klaut. Und jetzt? Kein Bock mehr oder was? Komm jetzt, nicht groß drüber nachdenken. Nächstes Spiel, das gewinnen wir jetzt einfach und dann ist die Sache durch. Dann haben wir die Klasse gehalten, dann haben wir die Challenge abgeschlossen und dann können wir die Saison Haken ranmachen. Durch. Dann brauchen wir uns auch über nichts mehr aufregen. Und genauso machen wir das jetzt. Falls wir einen Gegner bekommen. Ich glaube immer, wenn das... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das passiert, dass da nicht abbrechen steht, dann war es das schon wieder irgendwie. So, ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie. Ich will nicht immer nach jedem Spiel mein FIFA... Nach jedem Spiel, was ich gemacht habe, FIFA neu starten müssen. Hier, schon wieder kein Abbrechen möglich. Das heißt, es wird wieder nicht klappen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Hoffen wir nur, dass es wiederkommt. Gerade nicht möglich. Bla 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 bla. Ich habe jetzt auf jeden Fall keine Lust, nochmal FIFA neu zu starten. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wird es halt eine kurze Episode. Das ist mir auch egal. Ich bin sowieso gerade viel zu sehr auf Tilt, um hier anständig spielen zu können. Dann mache ich lieber mal Pause. Und probiere es zum Beispiel morgen nochmal.
Da kann ich, denke ich, deutlich befreiter aufspielen und habe mehr Chancen, das zu gewinnen. Also es scheint wieder nichts zu werden. Es hängt wieder, es hängt sich auf und... Warum? Warum? So viel zu dem Thema von irgendwelchen Leuten, die halt immer in die Kommentare reinschreiben, bei dir läuft das alles so gut und bei mir ist es alles so scheiße. Bei mir ist es auch scheiße. Nicht nur bei euch, bei mir läuft es auch beschissen. Und abgesehen davon gibt's ja auch genügend Momente, oder es gab ja auch schon Aufnahmen und Anfänge und Probleme, die ihr gar nicht seht, weil ich ja nicht alles, was ich aufnehme, auch veröffentliche. Das heißt, jedes Spiel, das ich aufnehme, veröffentliche ich. Wenn es aber dazu kommt, dass ich ein Spiel, also dass ich FIFA dreimal neu starten muss, weil wieder das Spiel abstürzt, weil irgendwelche Kack-Bugs am Anfang sind oder ich zum Gegner nicht verbinden kann, das zeige ich euch nicht. Ich zeige euch das natürlich nicht, wenn es zu keinen Spielen kommt. Das macht da keinen Sinn. Deswegen, ja, ich breche jetzt hier ab. Es wird eine kurze Folge. Ihr merkt ja selber, ich bin gerade angepisst von der Scheiße hier und kann sowieso nicht gerade klar denken und gut spielen. Das würde jetzt also eh keinen Sinn machen, dann auch mal eine neue Aufnahme zu starten und das ranzuhängen. Deswegen... Ich mache jetzt Pause und spiele dann zum Beispiel morgen wieder oder übermorgen oder je nachdem und kann dann deutlich besser spielen. Wir wollen die Saison schließlich die Klasse halten und die Challenge erfolgreich abschließen. Also ich hoffe, ich kann ja nichts dafür. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr liked, kommentiert und abonniert. Ansonsten gebt einfach einen Daumen nach oben. Würde man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich ohne Probleme. Dann hoffentlich mit abgeschlossener Challenge. Schauen wir mal. Tschüss.